Und nein, ganz so spektakulär hat mein Büro die letzten Tage und Wochen nicht ausgeschaut. Das habe ich nur fürs Intro schnell so hingestellt. Aber in Wirklichkeit hat es etwas so ausgeschaut. Immer noch relativ spektakulär, da zwei 32-Zoll-Monitore nebeneinander. Aber irgendwie muss man die Dinger ja testen, auch wenn es ein bisschen viel Bildschirm ist für mich. Ich brauche nicht so viel Bildschirm im Alltag, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ich habe gestern im Livestream versprochen, es kommt noch ein Fazit zum M8. Ja, gibt immer noch ganz viele Fragen zum M8 von Samsung. Ja klar, ist auch einer der spannendsten Monitore in letzter Zeit. Wenn sogar ich als Monitorhasser plötzlich Interesse an Monitoren habe, dann spricht das schon für das Gerät. Nun, ich habe das Ding Anfang April habe ich es von Samsung bekommen. Ich habe es jetzt fleißig getestet, muss es jetzt dieser Tage danach wieder zurückschicken und ja, dachte ich, jetzt ist Zeit für ein 2-Wochen-Fazit. War ein bisschen mehr als 2 Wochen, wenn ihr rechnet, aber ich war auch noch in Urlaub, darum habe ich ein bisschen abgerundet. Nun, wer es strukturierter mag als in diesem Plaudervideo, kann gerne meinen Artikel im Tagesanzeiger lesen. Da habe ich eine ordentliche Review geschrieben. Und wer Hilfe beim Monitorkauf braucht, kann da übrigens auch reinschauen. Da habe ich auch noch einen Artikel geschrieben, wo ich so die wichtigsten Punkte erklärt habe. Design, Bildschirmtechnologie, Bildqualität, Anschlüsse, Zusatzfunktionen, Lautsprecher, alles, wo man drauf achten muss, wenn man sich einen Monitor kauft. Vor allem natürlich die Größe. Was ist die richtige Größe? Ich dachte ja immer, 32 Zoll ist die richtige Größe für mich. Jetzt, wo ich parallel ein 27 Zoll Display, den Studio Display von Apple und den 32er von Samsung hatte, ich muss sagen, ich bin eher der 27 Zoll Typ. Ja, hat mich selbst überrascht, ehrlich gesagt. Aber ja, das habe ich auch gelernt beim Test. Darum ist schon spannend, wenn man hin und wieder Geräte testet, die man sonst nicht so nutzt. Auf jeden Fall Fazit zum M8. Ich muss sagen, ich mag das Teil. Erstens das Design, das ist wirklich gelungen. Klar, es ist ein Plastikdesign, aber wenn man Alu haben möchte, da ist die Auswahl dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr eng und da muss man dann schon irgendwo beim Studio-Display von Apple gucken, was doppelt so viel und mehr kostet. Aber für ein in der Plastikklasse, nennen wir es die Plastikklasse, gefällt mir der M8 sehr. Er ist mutig, er ist hell, er ist nicht schwarz, pragmatisch und sieht auch nicht aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Das hat mich ja damals am M7 gestört, da dieses ja ein bisschen pragmatisch, futuristisch, brutalistische Design, was er hatte, was so ein bisschen ja von allem was zusammengewurstelt und so nichts war. Mir gefällt der M8, der ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn man einen hellen Raum hat sowieso, dann verschwindet er darin sehr gut. Wenn man mal davon absieht, dass er halt mit 32 Zoll Bildschirmdiagonale, also rund 80 cm, riesig ist. Nein, das Design ist sehr, sehr gut. Bildqualität hat mir auch sehr gut gefallen, aber da bin ich auch nicht heikel, ehrlich gesagt. Was mir natürlich aufgefallen ist, das war mir auch nicht so ganz klar, weil ich ja normalerweise keine Monitoren so fleißig nutze, ist, dass es mit den Auflösungen und macOS, weil ich ja neuerdings einen Mac Mini habe seit letztem Jahr, ist es auch ein bisschen tricky. Dieses 5K vom Studio-Display von Apple habe ich immer für total übermotorisiert gehalten, hat aber den Vorteil, dass das Bild wunderbar skaliert auf dem, wenn man macOS anschließt. Mit Windows ist alles viel einfacher, keine Sorge, aber mit macOS macht dieses 5K durchaus Sinn. War mir nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Wenn man das Studio, das M8 anschließt, dann ist alles erstmal ganz, ganz winzig und der Bildschirm wirkt noch größer als er ist. Aber mit Skalieren kann man es dann auch manuell runtersetzen. Habe ich dann auch so gemacht. Das ist alles ein bisschen einfacher. Mindestens für Leute, die sich nicht so Riesenmonitore gewohnt sind. Das kann man da verstellen. Das lohnt sich zu machen. Ansonsten, wie gesagt, Bildqualität ist gut. Was mir auch aufgefallen ist, die Software ist noch so ein bisschen wackelig. Das ist dieses Jahr so ein bisschen ein Thema bei Samsung. Alle Produkte, die auf den Markt kommen, sind anfangs noch so ein bisschen ja unfertig und werden dann im Verlauf der Zeit besser. Hat man jetzt beim Freestyle gesehen, dem Beamer, dem Galaxy S22 natürlich auch. Das ist inzwischen viel, viel, viel besser geworden dank der Updates. Beim Monitor ist es ein bisschen ähnlich. Da kommt sicher auch noch einiges hinzu. Irgendwelche Funktionen fehlen manchmal und findet sie nicht. Inzwischen finde ich mich auch viel im Unboxing habe ich ja ein bisschen Mühe gehabt, mich dadurch die Menüs zu finden. Inzwischen habe ich es ziemlich im Griff und das funktioniert auch. Also die Funktionen sind alle top. Dass man ihn rauf und runter stellen kann, habe ich anfangs sehr, sehr wichtig gefunden. Inzwischen, ich habe ihn dann nicht wirklich verstellt. Ich habe einfach mal einmal eine Höhe ausgesucht und ihn dann so gelassen und ja, hat sich rausgestellt, ist plus minus die exakt selbe Höhe, die der M7, das Vorgängermodell, die ich da auch hatte. Und da konnte man es ja nicht verstellen. Also
Ich habe das vielleicht ein bisschen überbewertet, das rauf und runter stellen. Aber es gibt natürlich viele Leute, die das sehr, sehr schätzen. Dann die Anschlüsse, da habe ich ein bisschen Mühe damit gehabt. Ich bin natürlich inzwischen auch ein bisschen verzogen vom Studio-Display von Apple, wo man hinten noch 3 USB-C-Anschlüsse hat, wo man Sachen anschließen kann. Beim M8 hat man halt nur einen. Wer ganz, ganz viele Sachen einstecken möchte, wie ich, braucht natürlich ein bisschen mehr, aber das ist ein Nischenphänomen. Also damit kann man gut leben. Dass es hinten nur Micro-HDMI hat, ist auch nicht dramatisch, weil sie haben ja ein Kabel beigelegt. Also das funktioniert auch. Was mir nicht sonderlich gefallen hat, ist die Webcam. Die ist irgendwie am Mac, hat die bei mir unglaublich Probleme gemacht. Irgendwie hat sie nur irgendwie 320 Auflösung, nicht mal HD, hat sie irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, woran das geklemmt hat. Bei anderen hat sie problemlos funktioniert. Ich habe auch Testvideos geschaut. Ich habe dann aber auch noch das Surface angeschlossen und da hat es dann tadellos funktioniert. Ja, jetzt noch mit Windows, da funktioniert es viel, viel besser und out of the box, ohne dass man etwas machen muss oder machen müsste. Ja, man sieht jetzt das Bild der Samsung Webcam, man hört den Ton der Samsung Mikrofone, ist alles aufgezeichnet in OBS auf dem Surface. Bildqualität ist okay, was halt ein bisschen ein Problem ist, weil der Monitor schon so groß ist und die Kamera dann noch oben ist, dass die Perspektive ein bisschen suboptimal, ehrlich gesagt. Gut, jemand hätte ja auch aufräumen können, da hinten hat er natürlich nicht. Und das andere ist der Ton, der ist wirklich ein bisschen brummelig. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Ich dachte erst, es seien die heulenden Lüfter des Surfers. Ja, das Surfers ist ein bisschen am Anschlag mit dem Aufzeichnen einer Webcam, was mich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Vielleicht liegt es auch an OBS, was auf Windows auch nicht über alle Zweifel erhaben ist, aber der Ton ist auch nicht ideal, ehrlich gesagt. Ja, aber die Tonqualität, wirklich dieses seltsame Geräusch. Ich habe dann auch nochmal andere Testvideos geschaut, unter anderem das von, ich glaube, es war Mac Rumors, wo sie auch die Webcam testen. Und da hört man, wenn man ganz genau hinhört, hört man es im Hintergrund auch, dieses feine Störgeräusch. Keine Ahnung, was Samsung da übersehen hat, aber ich hoffe mal, das kriegen sie mit einem Update gefixt. Irgendwas ist da noch nicht ganz fertig mal wieder. Aber wie gesagt, habe ich auch in meinem Artikel geschrieben, man sollte sich keine Monitoren wegen der Webcam kaufen. Gilt übrigens auch für Studio Display von Apple. Da finde ich die Webcam ja völlig okay, aber dieser Shitstorm, der da momentan wieder losbricht, ich verstehe das nicht ganz. Was haben die Leute denn erwartet? Eine Wunderkamera da drin? Meine funktioniert total okay, also wenn man nicht übertriebene Ansprüche hat. Aber sowieso, ich empfehle sowieso immer eine separate Webcam, die man da platzieren kann, wo man sie möchte, weil dann ist die Perspektive viel, viel besser. Also wenn sie da oben im Monitor ist und man so raufgucken muss, das ist selten vorteilhaft. Ansonsten, ja, was muss man noch sagen zum M8? Wirklich ein guter, toller Monitor, der 2 Probleme hat. Ja, das Problem ist, er ist weder der M7 noch er ist das Studio-Display. Ganz viele Leute wünschen sich ein Studio-Display zum Preis des M7. Den M7, das Vorgängermodell des M8, gibt es aktuell schon für ganz, ganz wenig Geld, kostet nicht mal die Hälfte des M8, also wirklich super Schnäppchen und kann praktisch dasselbe. Und die Leute haben sich gedacht, ich kriege jetzt die Funktion des M7 im M8 und der sieht dann auch noch aus wie das Studio-Display von Apple. Ganz so einfach ist es leider nicht. Ich habe es mir auch ein bisschen so vorgestellt und mir gewünscht, dass der M8 der End-All-Monitor ist. Das ist, wenn immer wenn mich jemand nach einem Monitor fragt, sage ich einfach, kauf den M8 und gut ist. Kauf den M8 und gut ist. So einfach ist es leider nicht. Der M8 ist eine wunderbare Mischung aus M7 und Studio-Display von Apple. Sieht ein bisschen nach beiden aus, bietet fürs Geld sehr, sehr viel. Kann halt Airplay, man kann Netflix drauf gucken. Er hat alle Anschlüsse hinten dran, er sieht schön aus. Man kann ihn neigen, man kann ihn rauf und runter schieben. Hat eine Fernbedienung dabei, das ist wirklich toll. Aber er ist halt nicht ganz so hübsch wie der Studio-Display von Apple. Und das andere Problem nach unten, der M7 ist nicht so viel schlechter und kostet halt nicht mal die Hälfte davon. Ja, er ist nicht so schön, aber wenn man sich dann entscheiden muss zwischen irgendwie 250 oder 800 für einen Monitor, da kann man dann schon mal ein Auge zudrücken beim Design. Der M7 ist wirklich, als ich den M7 getestet habe und Samsung den M8 vorgestellt hat, habe ich sofort jedes Interesse am M7 verloren. Jetzt, wo ich den M8 teste, ist der M7 plötzlich wieder attraktiv geworden, weil er halt so unglaublich billig ist inzwischen. Deswegen ein toller Budget-Tipp, finde ich. Hat hinten mehrere Anschlüsse,
Panel ist auch gut. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin ja kein, darum haben wir jetzt hier auch nicht groß über Bildschirmqualität und Bildqualität gesprochen. Ich bin nicht so ein unglaublicher Profi, der da Helligkeitszonen ausmisst und solche Sachen. Ich finde einfach, das Bild ist beim M8 gut genug, beim M7 ist es auch gut genug, beim Studio-Display ist es noch ein bisschen schöner, muss man ehrlich gesagt sagen. Beim M8 und beim M7 kann man aber in den Einstellungen unglaublich viel verstellen und dann kommen sie auch besser. Und jemand hat auch noch gefragt, wie es ist, kann man denn professionell arbeiten auf dem M8? Natürlich, Fotoprofis werden die Nase rümpfen, aber die rümpfen auch die Nase beim Studio Display. Die brauchen so einen ISO, der 100% kalibriert ist und den man noch kalibrieren kann und alles drumherum, weil sie halt Sicherheit haben müssen, dass wenn sie die Fotos an eine Druckerei liefern, können sie sagen, ist ISO kalibriert oder mit dem und dem und es ist garantiert so, wie es ausschaut und ich habe sicher keinen Fehler gemacht. Darum sind diese Monitore so beliebt. Ich brauche das alles nicht. Mir reicht es, wenn ich es ungefähr sehe. Bei diesen Videos beispielsweise, da verändere ich nichts an den Farben. Ich vertraue einfach auf meine Kamera. Ich weiß, dass was aus dieser Kamera kommt, ist schon sehr, sehr gut. Ich darf einfach nichts dran verstellen und dann kommt's gut. Wenn ich anfange, da Regler rumzuschieben, dann würde es kompliziert. Und solange ich das nicht mache, funktioniert's. Darum bin ich nicht so darauf angewiesen, dass Monitore sehr, sehr farbecht sind. Aber klar, ich bin auch ein bisschen verzogen vom MacBook Pro und vom iPad Pro mit den Mini-LED-Bildschirmen. Die sind halt unglaublich toll mit der hohen Bildwiederholfrequenz und der Tatsache, dass sie halt wirklich schwarz haben und nicht so dieses Schimmergrau, was halt LCD-LED-Bildschirme haben. Aber das kann man einfach vergessen aktuell in einem halbwegs bezahlbaren Monitor. Ja, selbst das Apple Studio Display hat ja immer noch nur 60 Hertz. Hat kein Mini-LED drin, also ja, der Monitormarkt ist leider immer noch frustrierend. Daran hat Apple nichts geändert mit dem Studio-Display und Samsung nicht mit dem M8. Daran kann man leider nichts ändern im Moment. Dauert wohl noch ein Weilchen, bis die Mini-LED-Monitore kommen oder die OLED-Monitore. OLED-Monitore gibt es ja inzwischen schon so die einen oder anderen. Die meisten sind aber so im Profibereich unterwegs und kann mindestens ich finanziell nicht hin und ich mag auch nicht so viel Geld ausgeben, ehrlich gesagt, für etwas, was ich nicht mit mir rumtragen kann. Darum reichen mir die völlig. Ich finde das Bild des M7 gut, das M8 und das des Studio Display sowieso. Preislich haben wir auch darüber gesprochen, dass der M7 ist unglaublich billig, das Studio Display ist ziemlich teuer und der M8 ist da gerade so dazwischen. Da hat man jetzt sehr, sehr spannende Auswahl mit den dreien und natürlich, es gibt ja nicht nur diese drei Monitore, es gibt unglaublich viele und für jedes Bedürfnis eines, wer hohe Bildwiederholfrequenz hat, möchte, muss halt bei den Game-Monitoren schauen und so weiter und so fort. Ja, ihr seht, das Monitorfeld ist wirklich frustrierend und einen einfachen Tipp gibt's leider nicht. Bei Laptops ist es einfacher, da hat man einfach, was man hat. Beim Handy ist es auch relativ simpel, aber ja, Monitore sind komplex und ich weiß schon, warum ich mich normalerweise davor drücke, Monitore zu testen. Aber jetzt habe ich es wieder mal gemacht und jetzt muss ich das Ding dann auch wieder zusammenpacken und auf die Post bringen. Davor würde ich mich am liebsten drücken, ehrlich gesagt. So, falls ihr noch habt, schreibt mir doch eure Fragen unten in die Kommentare. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen für diesen Kanal und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.